Ein Fußballspiel begleitet von großer Trauer und Anteilnahme. Horst Eckel, Weltmeister von 1954 und FCK-Ehrenspielführer, ist gestern im Alter von 89 Jahren verstorben. Hier auf dem Betzenberg wird dem letzten Überlebenden des Wunder von Bern heute gedacht. Unter anderem wird gerade You Never Walk Alone in voller Inbrunst für ihn gesungen. Herzlich willkommen zu SWR Sport mit dem 18. Spieltag in der dritten Liga. Erster FC Kaiserslautern gegen Viktoria Köln. Und ich begrüße bei mir Thomas Riedel, deutscher Meister mit dem ersten FC Kaiserslautern und regelmäßig Experte hier bei SWR Sport. Tommy, ist ein großes Stück Kaiserslautern und auch FCK da gestern gestorben? Ja, absolut. Eine große Identifikationsfigur hier für den Verein. Ich glaube, es ist heute eine Frage der Ehre, für den Horst hier zu spielen, für Horst hier zu gewinnen. Und ich denke, die Jungs wissen auch Bescheid. Genau die Frage konnte ich eben dem Trainer des FCK, Marco Antwerpen, stellen, wie speziell dieses Spiel heute für sein Team auch ist. Thomas, wir reden in aller Ruhe in der Halbzeit über das Spiel, gucken es jetzt an und jetzt gehört das Spiel unserem Kommentator, natürlich Michael Bollenbacher, aber jetzt wird es erstmal einen Moment der Stille geben. Sehr gut. Improvisationskünstler muss ich sagen. Ja, besser so, bevor du dann noch mit Viktoria Köln dann reinquatscht, weißt du? Ja, ja. Diverse Spieler, so schwer es fällt, wir kommen hier direkt zum Sportlichen. Gegen den Ex-Club spielen, dazu gleich mehr. Die Viktoria ist zu Gast auf dem Betzenberg und stößt an Schiedsrichter Lukas Behnen. Und die Assistenten sind Tobias Endriss und Jonas Brombacher. Köln von links nach rechts, der FCK von der Westkurve weg. Mit vier Veränderungen, die wir Ihnen gleich näher bringen werden. Marco Antwerpen, Sie haben ihn gerade am Mikro schon gehört, hat seine Elf ein bisschen durcheinander gewirbelt. Das ist ein neuer. Hikmet Çiftçi macht erst das zweite Spiel diese Saison. Dann ist Raab, Matteo Raab, zurück im Tor. Kraus startet für den gelb gesperrten Tomiak. Çiftçi eben für Winkler, der nur auf der Bank sitzt. Überraschend. Und Klingenburg ist für Götze in der Partie. Felix Götze, Probleme im Rückenbereich. Bei den Gästen können wir es kurz machen. Der Mann mit der 31 eben am Ball. Marcel Risse, ehemaliger Bundesligaspieler für Köln. Neu drin.
für Hemke. Da haben wir Marco Antwerpen im Regen. Fritz-Walter Wetter heute Kaiserslautern ja zuletzt 0:0 gespielt beim BVB 2 und da einige Chancen ausgelassen. Auf der anderen Seite Viktoria am Sonntag gewonnen gegen den Halleschen FC. Gleich mal Fehlpass und da ist Marcel Risse. Erster Abschluss, zweite Minute. Er zurück, der Kapitän. Gleich mal wieder mit dem Warmmacher für Matteo Raab. Die letzten beiden Spiele ja Aftus Bahic im FCK-Tor. Diesmal also wieder der Youngster, der sich durchgesetzt hat, der 22-Jährige. Die neue Nummer 1. Zuletzt außen vor. Und wir schauen mal, wie sie sich formieren, denn das hat mich schon sehr überrascht, dass Winkler nicht gespielt hat, weil er diese Erfolgsformation hinten mit Dreierkette zuletzt. Jetzt aber erstmal nach vorne geschaut. Hanslik mit dem Versuch hier Chiefchi einzusetzen, der sich gleich mal im Strafraum der Kölner festsetzt. Beide Teams 17 Punkte aus den letzten 8 Spielen geholt, also beide mit aufsteigender Form, wenn man sieht, im Vergleich zum Start, beide schlecht gestartet und dann sich doch beachtlich gesteigert. Kevin Kraus. Raab und Hippe, Maximilian Hippe, auch er, letztes Spiel schon dabei, kurz vor Transferfrist noch vom BVB 2 gekommen. Und der erste Versuch nach vorne hier und die erste Ecke. Kenny Redondo holt die raus gegen Greger, den Innenverteidiger der Kölner. Und das ist Mike Wunderlich. Nicht nur für ihn ein besonderes Spiel. Er war lange Kapitän bei der Viktoria aus Köln. Ja, könnte die Linie noch berührt haben, gibt aber den Eckball. Zuvor vielleicht schon im Aus von Redondo nicht genau zu sehen. Also für Wunderlich ein besonderes Spiel gegen seine alte Liebe. Das ist sie wirklich bei ihm. Dazu noch Klingenburg mit dabei, der auch gegen seinen Ex-Club spielt. Und Hanslik mit der Chance und mit dem Tor. 4. Minute. Und die geschätzt 9.000 jubeln für die Mannschaft und natürlich auch für Horst Eckel. Daniel Hanslik. Nach diesem Eckballzug bringt ihn rein. Dann zunächst geklärt. Und dann Ritters Versuch. Bisschen Ping-Pong von Hercher, prallt er dann zu Hanslik zurück. Da ist Kleefisch auch noch irgendwie beteiligt. Kommt jetzt dann gleich an den Ball. Und ist dann zu spät mit der Grätsche hier gegen Daniel Hanslik. Das ist doch mal ein Start, wie man sich das hier gewünscht hat. Unter diesen Umständen dann auch alles zu geben. Und es ist das 3. Tor für Daniel Hanslik in dieser Spielzeit. Doppelpack gegen Habelse beim 6:0 auswärts. Und jetzt, also nach dieser Ecke, mit dem Willen nachgeschoben und das Tor erzwungen. Auf der anderen Seite jetzt Marcel Risse. Kapitän für die Standards verantwortlich. Ja, der kommt weit und der war schon raus. Der Ball von Moritz Fritz. Kaiserslautern ungeschlagen noch gegen
Die Viktoria. 4 Spiele, 2 Siege, 2 Unentschieden. Ich glaube, einige FCK-Fans erinnern sich noch an das Spektakel im Mai. 3:3 im Sportpark Köhnberg in Köln. 3:1 zurückgelegen, der FCK dann noch 3:3 gespielt. Ja, und wie es der Zufall will, Hanslik, auch da Doppelpacker heute wieder getroffen. So ein kleiner Lieblingsgegner, die Viktoria. Damals hat der FCK dann den Sofa-Klassenerhalt klar gemacht am nächsten Tag, weil Bayern 2 da nicht mehr gewinnen konnte. Und jetzt sind sie oben dran und klopfen oben an, wenn es so weitergeht. Wie gesagt, Formkurve deutlich steigend. Ritter, er ist fit geworden. 2 Tage ausgesetzt wegen Erkältung. Die nächste FCK-Angriffswelle rollt. Hanslik kriegt den aber nicht zum Nebenmann. Fritz dazwischen. Das ist Kleefisch, der sich den Ball hinten abholt. Florian Heister, der Rechtsverteidiger. Und Timmy Thiele übrigens nicht dabei, der Ex-Lauterer, der letzte Woche gegen Halle mal wieder ran durfte. Von großen Verletzungssorgen geplagt. Der andere Ex-Lauterer sitzt auf der Bank. Albert Bunyaku. Starker Einsatz von Ritter, der kriegt da noch. Der gibt da noch ein bisschen was weiter an Marseiler, der sich da vielleicht verbal zunächst beschwert. Sauberes Tackling, super gemacht von Ritter. Der Motor im Spiel, wird vielleicht noch schlecht geträumt haben nach dem BVB-Spiel letzten Samstag. Da hatte er die Riesenchance vergeben in der Nachspielzeit. Aber er hat gesagt, dann mache ich es eben nächste Woche. Bisher hat es auch so ganz gut hingehauen, auch ohne Tor von Marlon Ritter. Scheint mir diesmal in der Formation hier eine klare Viererkette zu sein. Also man hat ja umgestellt beim FCK nach diesem 0-0 hier auf dem Betzenberg im Derby gegen Waldhof Mannheim. Aber diesmal scheint es den Systemwechsel gegeben zu haben. Hier haben wir Olaf Janssen, 55 Jahre. Seit 1. Februar im Amt für die Viktoria, war früher schon mal dort Trainer. Und Marco Antwerpen, wie es der Zufall will, 1. Februar ebenfalls der Amtsantritt. Beide noch im Amt, ist ja nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit. Also auch deswegen so ein bisschen ein besonderes Spiel, auch weil Marco Antwerpen, das ist der 3. im Bunde, ich kam vorher nicht dazu, Ihnen das zu Ende zu erzählen, ja auch mal die Viktoria trainiert hat und dann in der Relegation zum Aufstieg in die 3. Liga gescheitert ist. Er hat allerdings schon 2 Duelle gehabt letzte Saison gegen Viktoria. Jetzt kommt sie zum ersten Mal gefährlich nach vorne. Bubala mit der Flanke. Bubala, aber gut aufgepasst von Kevin Kraus, dem großen Innenverteidiger. 1,90 groß, klärt ihn da gut aus dem Gefahrenbereich. Mike Wunderlich, hier haben wir ihn. 323 Spiele, 190 Tore für Viktoria Köln. Marco Antwerpen war dafür verantwortlich, auch dass er dann hier auf den Betzenberg nochmal kam mit seinen 35 Jahren. Kleefisch. Draußen ist Bubala, er probiert es direkt und der war nicht schlecht. Simon Handle mit dem Versuch, aber die Fahne ging hoch. Der beste Torschütze der Kölner, Simon Handle mit 5 Treffern hier. Ja, sah mir erst danach aus, als will er ihn rausgeben zu Bubala. Dann macht es Kleefisch direkt, nicht zu erkennen, ob das hier wirklich abseits war. Bubala!
Nächster Angriff. Wieder gefährlich und wieder ist es Handle, der sich den Ball ein bisschen zu weit vorlegt. Matteo Raab aufmerksam. Die ganze Saison schon wirklich stark. Der Junge. Nachdem das hier stark vorbereitet war und dann Handle ist auf einem guten Weg, aber dann legt er ihn sich mit rechts hier vor. Raab ist aufmerksam. Der Torhüter, der seit 2017 im Verein ist. Der Pass kommt nicht an. Hier haben wir ihn, Matteo Raab. Er ist vor einem guten Jahr sein Drittliga-Debüt gefeiert. Marco Antwerpen und das Trainerteam sehr zufrieden mit seinen Leistungen. Deswegen hat er sich gegen Aftus Bahic durchgesetzt, der, das muss man aber sagen, ihn glänzend vertreten hatte in den letzten beiden Spielen. Hier beim 1-0 gegen Wiesbaden und beim 0-0 gegen Dortmund. Kein Tor kassiert, heute Raab zurück. Diesmal technische Probleme bei Simon Handle. Hercher war auch noch fraglich, Philipp Hercher. Also mehrere Fragezeichen vor der Partie, genauso Marlon Ritter, wie gesagt, mit Erkältung draußen. Und für Götze hat es eben nicht gereicht mit seinen Problemen im Rückenbereich. Çiftçi, ganz interessant, vom 5. bis zum 15. Spieltag komplett raus gewesen. Hat nur ein Spiel gemacht diese Saison gegen 1860 beim 3-0 im August. Dann Muskelverletzung. Und jetzt, nachdem er zweimal im Kader stand, direkt Startelf, leitet er hier gut ein auf Zuck. Hans Lick. Sehr beweglich. Hat sich jetzt mit drei Treffern zum besten Torschützen aufgeschwungen. Bei Kaiserslautern haben aber auch noch einige andere, unter anderem Tomiak, der mit der 5. Gelben heute fehlt. Und auch Mike Wunderlich. Drei Tore gibt ja so eine kleine Diskussion. Fehlt da ein Knipser bei Kaiserslautern? Hans Lick und Redondo jetzt nicht die, die 15, 20 Buden machen die Saison. Aber dafür enorm viel ackern, enorm viel laufen, wie ich finde. Und auch da ihren Teil beitragen. Und bisher in letzter Zeit läuft es ja ganz gut. Olaf Janssen hat ein bisschen mit dem Wetter zu kämpfen. Weiß noch nicht genau, mit oder ohne Kapuze. Sieht aber, dass seine Mannschaft hier besser reinkommt. Vor allem über die linke Seite. Immer wieder mit Bubala und vorne die Anspielstation Handle. Gut aufgepasst von Çiftçi. Ballgewinn. Wunderlich. Marseiler und dann das Foul von Çiftçi. Der 23-Jährige, so frühe gelbe Karte, 15. Minute, kann nicht so viel Auswirkungen haben, wenn er erst ein Spiel gemacht hat, aber muss aufpassen, ja, Auslegungssache, ob man da dann direkt gelb gibt, aber Viertelstunde und Hikmet Çiftçi, der Deutsch-Türke, muss sich im Zaum halten. Letzte Saison ja lange mit Maske unterwegs, nach einem Nasenbeinbruch. Ist einer, der das FCK-Spiel stabilisieren kann. Jetzt aber erstmal aufgepasst auf den nächsten Freistoß von Risse, der den rein chippt wieder auf den langen Pfosten. Das ist also ein Rezept vorhin schon gesehen. Nächster Versuch, aber Handle. Problem für Matteo Raab. Ritter auffällig, hier haben wir ihn. Für mich lässt sich immer wieder fallen. Çiftçi die offensivere Sechserposition. Ritter als Ballverteiler, der Motor im Spiel. Wie Antwerpen sagt, ganz wichtig, dass er es geschafft hat, hier zurückzukehren. Rechtzeitig fit geworden ist. Vor zwei Wochen ja das Siegtor erzielt mit dem Elfmeter gegen Wien Wiesbaden. Hercher.
Hans Lick macht mit. Nächster Versuch, Herrcher auf Redondo. Rossmann ist da. Vielleicht noch ein Wort zu den Fans, wenn man sie gerade ein bisschen lauter hören. Also Corona-Chaos, Landesverordnung etc. Erst gestern Abend spät eingetrudelt, wie viel es denn letztlich sein können. Bei 10.000 ist der Deckel drauf. 9.000 Karten wurden verkauft. Und vorgestern dann schon der Ticketverkauf gestoppt, weil man eben nicht wusste, dürfen wir jetzt noch mehr reinlassen oder nicht. Gab keine Tageskasse. 2G plus nur im VIP-Raum. In den VIP-Räumen ansonsten gilt hier 2G. Der FCK-Trainer sagt, wir sind froh, dass überhaupt noch Fans rein dürfen. Ist ja in anderen Bundesländern nicht wirklich so. In Württemberg 750 ist natürlich ein Witz für die Vereine. Dann lässt man es lieber ganz. Hippe. Und Kraus, das neu formierte Innenverteidiger-Duo. Hier sieht man es ganz gut. Die Viererkette und Ritter dann als Ballabnehmer davor. Spieleinleiter. Und auch Köln mit Trauerflor, mit einem schwarzen Band am Arm. Rapp. Ja, viel Risiko. Dann von Hippe. Kann auch mal schief gehen, dann stehen sich Çiftçi und Ritter auf den Beinen, aber Ritter macht das dann souverän. Çiftçi, hier haben wir ihn. Rechts draußen geht Herrcher mit. Klingenburg, der Ex-Kölner. Hans Lick, können es versuchen. Und die nächste Ecke. Ja. Machen sie ganz gut, wie sie da um den Strafraum rumspielen, wie sie da zögern und abwarten, die beste Abschlussposition zu finden, zu suchen. Hans Lick sehr viel unterwegs vorne. Zweite Ecke, erste von der linken Seite, Mike Wunderlich. Geleitet und der kommt gut und da ist das 2-0. Philipp Herrcher. Und von wegen Daniel Hans Lick ist der beste FCK-Torschütze. Philipp Herrcher, viertes Saisontor. Drei Spiele in Folge getroffen und hier profitiert er. Erstens vom gut getretenen Freistoß und dann von der Kopfball- Vorlage von Kevin Kraus, der dann da nochmal hoch reinbringt. Und dann ist keiner bei Herrcher, der braucht den nur noch über die Linie drücken. 2-0. 20. Minute. Philipp Herrcher wird zum Top-Torjäger in der Pfalz. Immer wieder offensiv unterwegs. Offensiver Rechtsverteidiger Jean Zimmer zur Information. Mittlerweile auch wieder auf der Bank. Der war ja zuletzt auch angeschlagen. Für 90 reicht es noch nicht. Klasse Einsatz von Redondo. Der hat jetzt zwei vor sich. Aber ich finde, der FCK macht hier einen guten Eindruck. Die ein oder andere löchrige Situation hinten, wo man aufpassen muss. Aber ansonsten vor allem offensiv mit sehr viel Energie, mit sehr viel Spielfreude unterwegs. Und Köln sehr, sehr anfällig bei Ecken. Zweite Ecke, zweites Gegentor. Er
Sandslick, jetzt Herrscher. Da haben wir ihn. Also Kaiserslautern mit 26 Punkten vor diesem Spieltag. Vorne 4 Punkte, quasi Rückstand jetzt auf den Relegationsplatz. Also da ist es ratsam, wenn man vorne dranbleiben will, heute einen Dreier zu holen. Sieht ja wirklich gut aus bislang für die Roten Teufel. Waldhof ja erst gegen Wiesbaden im Einsatz, dann morgen. Also wäre Stand jetzt ein Punkt Rückstand auf die geliebte Konkurrenz aus Mannheim und Saarbrücken. Köln sucht sich den Weg, aber mit sehr wenig Tempo im Spielaufbau. Fritz und Maximilian Rossmann, die letzten beiden Spiele Kapitän, als Risse nicht einsatzfähig war. Hans liegt dazwischen. Und genau das sind wahrscheinlich auch die Situationen, die Marco Antwerpen sehen will, dass dann eben ein Daniel Hanslick vorne emsig unterwegs ist, diesen Eckball rausholt und daraus das Tor resultiert. Stürmer werden ja nicht nur an Toren gemessen. Kleine Korrektur meinerseits, sorry dafür, Waldhof gegen Wien Wiesbaden erst am Montag. Also der eine Punkt Rückstand, wenn es denn hier beim Sieg von Kaiserslautern bleibt, auf die Waldhöfer, der bleibt erstmal bestehen, bestünden. Rossmann mit Heister auch noch nicht so wirklich über die rechte Seite in der Partie, noch nicht wirklich Schwung da drin. Lautern zieht sich weit zurück. Meint sich Redondo und Hanslick, die vorne bleiben. Auch Klingenburg und Wunderlich rücken dann defensiv nach. Da haben wir Cifci. Kleefisch. Und Sontheimer mit Bubala. Kaiserslautern gut gestaffelt. Kleefisch. Und wieder Sontheimer. Sommer aus Würzburg gekommen. Kleefisch jetzt mal ein bisschen näher dran am Strafraum. Heister, genug Lauterer in der Box und deswegen auch geklärt. Antwerpen will aber, dass sie rausrücken. Also nicht nur hinten Beton anmischen, auch wenn das zuletzt so wunderbar funktioniert hat. Die beste Abwehr der Liga ja mit nur 11 Gegentoren.
10 von 17 Spielen zu 0 gespielt. Kaiserslautern richtig stark, wie sie sich defensiv präsentieren. Das echte Prunkstück und der dritte Freistoß. Ungefähr von dieser Position, ein bisschen näher dran jetzt von Risse. Bisher war es immer der lange Schlag, der lange Chip auf den zweiten Pfosten. Hat ja auch in der Bundesliga früher bewiesen, in seinen 176 Spielen, dass er aus der Distanz treffen kann mit seinem rechten Fuß. Könnt mir vorstellen, dass er es jetzt auch mal probiert. So ist es. Ja, gefährliches Ding, aber Raab wischt den mit der Brust ins Aus. Gefährlicher Aufsetzer bei dem Wetter natürlich sowieso. Wer gestern Leipzig gegen Union gesehen hat, Andreas Lute, kann ein Lied davon singen. Dem ist das Ding nämlich schön über die Fäustlinge geflutscht. Risse, nächster Standard. Ja, und da wird auf jeden Fall kommuniziert. In der Box vielleicht ein bisschen zu passiv jetzt die letzten Minuten. Kaiserslautern, dass sie sich vielleicht auch mal wieder länger mit dem Ballbesitz vertraut machen. Nicht nur dem Gegner das Spiel überlassen. Aber so die richtig dicke Chance für Köln noch nicht dabei. Hier ist das Schuss noch am gefährlichsten. Aber Kleefisch fängt ab. Abseits vom besten Torschützen der Kölner, Simon Handle, 5 Treffer, Viertel aller Kölner Saisontore erzielt. 20 sind's, Lautern jetzt bei 23. Bei nur 11 Gegentoren eine gute Bilanz. Antwerpen. Juli 2016 bis Dezember 2017 bei Viktoria Köln und der Vertrag dann, wie gesagt, Meister der Regionalliga West geworden, gegen Jena gescheitert in der Aufstiegsrelegation. Hatten da eine gute Zeit, sagt er, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da emotional noch ganz tief drin bin, wenn wir gegen Viktoria spielen. Ein 0-0 im Januar auf dem Betze und dann eben dieses 3-3 im Mai gegen seinen Ex-Club. Er hat den FCK geschliffen in letzter Zeit. Vor allem die defensive Handschrift klar zu erkennen von Marco Antwerpen, auf der anderen Seite Olaf Janssen, dann sein Nachfolger geworden als Antwerpen. Dann ging Ende 2017 Janssen für ein halbes Jahr übernommen, ist ja eher so als der Co-Trainer auch bekannt. Oft von Bruno Labbadia. Auch zuletzt noch bei Hertha BSC, zuvor beim VfL Wolfsburg. Hat auch den besten Punkteschnitt aller VfB-Trainer, 2 Spiele mal übernommen, VfB Stuttgart, 2 Siege unter anderem gegen Kaiserslautern. Ja, da wird Foul gefordert und auch gegeben von Lukas Behnen, vom jungen Schiedsrichter, erst 28 Jahre. Nach diesem Einsatz gegen Redondo, da schiebt Kleefisch ein bisschen, reicht aus für den Pfiff. Bei einem Tor bisher, Kenny Prinz Redondo. John Zimmer, der Kapitän, der eigentliche Kapitän, könnte heute wieder zum Einsatz kommen. Heute trägt Zug die Kapitänsbinde.
aber den Freistoß wird Wunderlich treten. Und der hat einen guten rechten Fuß. Wunderlich, aber kein Problem für Moritz. Nicolas darf auch mal einen Ball halten. Bisher zweimal hinter sich gegriffen in der 5. und der 20. Nicolas ausgeliehen von Gladbach. 4-0 gespielt. Sebastian Mielitz, der ehemalige Bremen-Keeper, ist verletzt. Die nominelle Nummer 1 daher. Moritz Nicolas im Kasten bei den Gästen aus der Domstadt. Gut abgefangen da. Guter Einsatz wieder im Mittelfeld von Klingenburg. Und hier nach diesem Einsatz von Klingenburg gibt es Freistoß für die Kölner, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber ja, für mich eher so, dass da Wunderlich eine mitkriegt von Sontheimer. Also der Pfiff jetzt nicht ganz nachzuvollziehen. Lukas Behnen, der Schiedsrichter, letzten beiden Spiele glatt rot gezeigt. Einmal gegen Sigerci nach einer Tätlichkeit für Viktoria Berlin und dann noch beim Spiel der Viktoria gegen Magdeburg, da haben sie 1-0 gegen den Tabellenführer gewonnen. Allerdings für den Magdeburger Müller. Heute bleibt es bei der Gelben bisher für Chivci. Köln jetzt mit mehr Spielanteilen auf jeden Fall. Aber Lautern immer wieder dazwischen. Diesmal Hercher. Direkt auf Kleefisch. Risse ist frei da. Vor dem 16er. Zuck. Resolut. Aber nicht wirklich raus aus der Gefahr. Gute halbe Stunde rum. Kaiserslautern zweimal zugeschlagen. Nach einer Ecke. Lösen das ansonsten souverän, wie ich finde, und immer wieder mit gefährlichen Vorstößen, auch wenn es hier nicht klappt. Relativ viele Fehlpässe auch dabei. Wieder nicht gepfiffen gegen bzw. für Wunderlich. Jetzt aber. Und jetzt geht auch Antwerpen mal aus seiner Trainerzone raus. Da begegnen sich zwei auf Augenhöhe. Moritz Fritz und Marco Antwerpen, Fritz 1,93 groß und die Gemüter nicht gerade ruhig, 1,90 Antwerpen groß, ja gerne auch bekannt mal für seine, sagen wir mal, nicht gerade zurückhaltende Art an der Seitenlinie, aber da hat es ihm jetzt gelangt, denn nachdem erst der Einsatz gegen Wunderlich nicht gepfiffen wurde, dann gegen Chivci war es zu viel hier von, ich meine, Fritz. So, und jetzt hat er da die Karte in der Hand. Ja, und Marco Antwerpen natürlich kriegt auch wieder die Gelbe. War fast vorherzusagen nach dem Einsatz dann. Klar, das ist für mich völlig vertretbar, dass hier Moritz Fritz seine 4. gelbe Karte sieht, dann ein bisschen Streetfight vor der Trainerbank. Aber Marco Antwerpen ist natürlich immer dabei. Ist aber jetzt nicht so, dass auch, dass nicht die Kölner auch zur anderen Bank rüber gehuscht sind. Aber Antwerpen halt nicht zu übersehen. Deswegen gelbe Karte für den FCK-Trainer. Sucht jetzt noch das Gespräch mit Tobias Endriss, dem Assistenten. Handle. Stark zunächst von Zuck, aber dann kommt er wieder zurück. Risse, nächster Abschluss. Marcel Risse aufs Tor von Matteo Raab.
Hier haben wir es nochmal, wie gesagt, größentechnisch auf Augenhöhe die beiden, Fritz und Antwerpen. Auch noch Co-Trainer Frank Döpper dabei, ehemaliger Münsteraner Teamkollege von Antwerpen. Also ein bisschen viel Unterbrechungen jetzt, ein bisschen viel Fehlpässe. Keine flüssige Veranstaltung momentan. Zerfahrene Partie. Und ich finde, Köln bringt da in ihre Aktion relativ viel Einfallslosigkeit rein oder wenig Ideen so rum. Jetzt mal heißt er mit dem Versuch so und dann reicht es für den Körper nicht mehr so wirklich aus. Klingenburg, Risse, versucht es direkt und dann Chifchi artistisch rettet er gerade noch. So, da gab es noch den Check hinten und jetzt ist dann aber vor der Westkurve, glaube ich mal, ein bisschen mehr Adrenalin drin. Gelbe Karte völlig in Ordnung, auch für mich hier. Unnötiger Check von Marseiler gegen Zuck. Hier völlig unnötig, also das ist schon sehr gelb für mich. Ball schon lange weg und dann checkt er ihn da nicht mal in die Seite, sondern es war schon fast auf Kopfhöhe. Also der Mann mit den runtergezogenen Stutzen. Letzte Woche noch mit Doppelpack gegen Halle. Marseiler, die Leihgabe aus Paderborn. Muss aufpassen. Das letzte Gastspiel von Köln 4-0 auf die Glocken bekommen von SV Meppen. Da waren es eher die Konter, diesmal dann eben die zwei Standards und die Frustrationstoleranz sinkt bei Viktoria, dessen Sportvorstand ja Franz Wunderlich ist, der Vater von Mike Wunderlich. Also die Drähte sind da noch eng, haben täglich Kontakt. Marseiler macht das gut auf nassem Rasen. Duballa aber dann hilft Hippe auf der rechten Seite. Rossmann. Hanslik läuft an. Redondo lauert auf den Ballverlust. Kein großes Spektakel die letzten Minuten. Köln wieder Abseitsposition. Da passt auch mit der Abstimmung noch nicht. Die Aktion, also da ist schon ordentlich Wasser mit dabei, rutscht hier komplett aus dem Bild der Lauter. Ritter, die ordnende Hand im Spiel von Kaiserslautern, Marlon Ritter, ja, bisschen zu eigensinnig, hätte Hercher früh abspielen müssen. Aber Ritter natürlich in der dritten Liga ein Glücksfall für den FCK. Elfmal Bundesliga gespielt für Paderborn.
seine Fähigkeiten brauchen sie auf dem Betzenberg. Marseiler, ungenaues Zuspiel und dann Zuck. Ja, gibt den Freistoß. Also jetzt wird es mir dann ein bisschen zu viel mit Karten. Habe ich jetzt nicht so als heftigen Einsatz gesehen. Zweite Lauter mit Hendrik Zuck. Also, ja, es ist nass, man rutscht. Es ist nicht ganz sauber, aber eine gelbe Karte muss es nicht sein in dem Fall. Da waren die vorher für mich eindeutig klarer. Fünf gelbe mit Marco Antwerpens gelber Karte. Also bin mal gespannt, ob hier nicht noch eine andere Farbe kommt bei Lukas Behnen, wo er in den letzten zwei Spielen schon die rote gezückt hat. Jetzt hat aber erstmal Heister Probleme, Florian Heister, der Rechtsverteidiger. Ich habe jetzt nicht genau gesehen, ob das könnte bei diesem Einsatz von Zuck gewesen sein an der Seitenauslinie da. Hier sehen wir es nochmal. Ja, da klemmt er sich das linke Schienbein ein, meine ich. Auf jeden Fall unglücklich eingequetscht worden. Neuzugang aus Regensburg, der sich da festgespielt hat auf der rechten Defensivseite von Olaf Jansen. Und Co-Trainer Markus Brzenska, der ehemalige Profi von Borussia Dortmund. Und vielleicht ganz interessant für Sie, heißt er noch ein bisschen orientierungslos. Brzenska ist, so jetzt Jansen, fordert hier glaube ich eine Karte. Ein bisschen Konfusion jetzt auf jeden Fall dabei. Jansen geht mal zu Antwerpen noch rüber und versucht es ihm zu erklären. Verstehe es auch noch nicht ganz. Reese probiert direkt frech auf den kurzen Pfosten. Was ich Ihnen aber eigentlich sagen wollte, Co-Trainer hat Viktoria Köln nicht nur männliche, sondern auch Imke Wübbenhorst. Wer diesen Namen schon mal gehört hat, 32, war ja Cheftrainerin bei den Sportfreunden aus Lotte und ist bei Viktoria dafür verantwortlich, die Spieler individuell zu verbessern. Seit August Co-Trainerin im Team von Olaf Jansen. Klingenburg für mich noch nicht so auffällig gegen seinen Ex-Club heute. Aber ackert viel im Mittelfeld. War ja zuletzt noch nicht bereit für 90 Minuten. Eingewechselt letzte Woche für Götze. Meister Fehlpass. Ritter versucht es direkt steil. Aber Rossmann ist da. Letzte Minute läuft. Ein paar Unterbrechungen gab es. Könnte noch ein bisschen obendrauf geben. Lautern führt hier souverän mit 2:0. Und Köln fällt nicht so wirklich was ein, was sie denn gegen diesen 2-Tore-Rückstand machen können. Heister kriegt jetzt die Pfiffe. Hat den Lautern-Fans nicht so wirklich gefallen, dass er da noch ein bisschen liegen geblieben ist, aber sah tatsächlich so aus, als hätte er Schmerzen gehabt. Auf Zeitspielen bringt er nichts bei dem Ergebnis. Risse jetzt mal mit dem Versuch, da wieder Handler einzusetzen. So, und jetzt nochmal eine gefährliche Freistoßsituation und er nimmt wieder die Karte. Kevin Kraus
auch noch mit Gelb bedacht. Also jetzt Kaiserslautern wieder in Führung, was die Karten anbelangt, wenn man seine dazu nimmt. Sowieso, aber jetzt auch Gelb für Kraus, können wir hier nochmal schauen. Ja, also das ist für mich niemals eine gelbe Karte, außer der Ellenbogen geht dann hier richtig raus. Aber selbst, also für mich eine Fehlentscheidung, eine weitere Fehlentscheidung. Das andere war für mich auch keine gelbe Karte gegen Hendrik Zuck. Also der hat die Karten schon ganz schön locker sitzen. Lukas Behnen, der Jungspund, und beschert, dass ein Foul war, okay, aber gelbe Karte nein. Nochmal eine sehr gute Freistoßposition für Marcel Risse. Das wäre jetzt natürlich der Hallo-Wach-Moment für die Viktoria. Risse gegen Raab. Der beste Scorer bei Köln. Zwei Tore schon erzielt. Risse! Aber es war nur die Außenstange. Kein schlechter Versuch. Gute Schusstechnik, der flattert da noch leicht. Aber dann fehlt ein Stück. Gut gegangen für Kaiserslautern. 2,5 Minuten jetzt drüber dürfte es dann gewesen sein in der ersten Hälfte. Im Zeichen der Trauer an diesem besonderen Tag führt Kaiserslautern in den schwarzen Trikots mit 2:0 gegen Viktoria Köln für Horst Eckel und mit einer souveränen Leistung in der ersten Halbzeit wird vermutlich auch Lennart Brinkhoff, unser Moderator, unten am Spielfeldrand so gesehen haben, oder? Dein Eindruck von dieser ersten Halbzeit? Ich glaube, dass der FCK alles im Griff hatte. Bis zur 2:0-Führung wird natürlich von den Standards dominiert, das Spiel. Dann kam leider Hektik auf. Spiel ein bisschen fahrig geworden. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie es in der zweiten Halbzeit weitergeht. Ist es dann so einfach, dass beim letzten Spiel hat Marco Antwerpen geklagt, der Punkt war ihm zu wenig, es fehlten die Abschlüsse, es fehlte auch diese Kaltschnäuzigkeit vom Tor. Ist es so einfach, dass dann so ein bisschen mit Ping-Pong so ein Ball mal reingeht? Ja, das gehört natürlich dazu, ein bisschen Glück. Ich glaube, vielleicht hat der Herrscher es auch gut gesehen, hat den Ball gut quergelegt. Nein, Spaß. Waren natürlich zwei Standardsituationen, die zum Erfolg geführt haben. Und da gehört auch Glück ein bisschen dazu. Nehmen wir vielleicht die Gelegenheit jetzt. Thomas Hengel sollte zu uns kommen, noch sehe ich ihn nicht. Wir gucken vielleicht mal einfach aufs 1:0 und gehen dann vielleicht doch erstmal in die Analyse rein. Das 1:0 nach einer Standardsituation und gucken einfach mal gemeinsam auf dieses Tor. In der 5. Minute nach einer Ecke, Hans legt so Bälle dann ein bisschen abgefälscht, bisschen Glück dabei. Ja, aber dann kaltschnäuzig vom Tor, eiskalt reingeschoben den Ball. Und ich glaube, die Führung nach der fünften Minute hat dann auch ein bisschen Ruhe gebracht für die Mannschaft. Kommen Sie einfach dazu, Thomas Hengen. Wir haben uns gerade das 1:0 haben wir uns noch angeschaut. Vielleicht, wenn Sie dabei sind, Sie sehen es in klein, nehmen wir die Gelegenheit noch vielleicht, gerade von Ihnen Satz dazu abzuholen. Ein bisschen Glück dabei, aber genau das fehlte vielleicht auch in den letzten Wochen, ne? Genau, das ist so ein typisches Torjägertor. Da steht ein Stürmer, wo er stehen muss, einen guten Kontakt und macht den weg. Wir wollen mit Ihnen gar nicht so in die tiefe Analyse gehen. Das mache ich gleich in Ruhe mit dem Tommy Riedel, dafür ist er da. Vielleicht erstmal von Ihnen ein genereller Eindruck zu dieser ersten Halbzeit. Ja, wir haben eine super Anfangsphase gehabt, machen gleich das 1:0 und haben aber trotzdem Probleme gehabt, das Zentrum in den Griff zu kriegen. Das hat man gesehen, die Kölner haben von hinten raus sehr gut gespielt, haben dann umgestellt auf Dreierkette, haben wir ein bisschen gebraucht, um die Ordnung zu finden. Haben dann ein sehr wichtiges 2:0 mit der Standard gemacht, aber trotzdem sind wir noch auf der Suche nach unserer Stabilität. Wir müssen mehr Ruhe ins Spiel reinkriegen. Plötzlich dann Unruhe in dem Spiel. Für mich etwas überraschend, Sie waren näher dran. Es gab ja eine Szene, die es ausgelöst hat. Unnötige Unruhe, die reingekommen ist ins Spiel? Ja, also diese Schärfe von außen wieder, wenn ein Torwarttrainer ganze Bank quer übers Feld läuft, komplett in unsere Zone reinkommt, das hat da nichts zu suchen. Deswegen ein bisschen unverständlich, dass unser Trainer jetzt die gelbe Karte bekommen hat. Ja, insgesamt schon 5 gelbe, eine dritte bei Ihnen. Sorgt Sie das für die zweite Halbzeit?
ich meine, der Schiri hat ein bisschen locker die Karten sitzen. Auch die letzte gelbe Karte für Kevin, ich kann da keinen Foul erkennen. Aber selbst wenn, dann ist es sowieso keine gelbe Karte. Gerade auf dem Boden, da muss der Schiedsrichter aufpassen, dass er nicht schnell überzieht. Weil es ist alles glitschig und man macht schneller einen Foul, als man möchte. Wollen wir auf ein Thema der Woche noch zurückkommen. Horst Eckel, eine Vereinslegende, ist verstorben. Sie selber sind jemand, der hier groß geworden ist, der hier in der Jugend war, der als Spieler da war, jetzt geschäftsführend tätig ist. Denn ich habe es Tommy eben auch gesagt, ist ein Stück Kaiserslautern auch gestorben. Absolut. 54er Weltmeister, war immer hier, hat uns immer unterstützt. Das war eine andere Generation, die glaube ich, mit sehr wenig zufrieden waren, die immer loyal waren, immer bescheiden. Und das hat den Menschen auch ausgemacht. Ich habe es den Trainer vorhin gefragt, ein bisschen auch ein Spiel und vielleicht dann auch ein Sieg heute für ihn? Das wünschen wir uns alle. Ich glaube, er hätte sich alles andere als 3 Punkte nur gewünscht für heute. Thomas Eng, schön, dass Sie hergekommen sind. Sie wollten unbedingt noch in die Kabine. Danke. Gruß an die Mannschaft und danke an den Trainer. Wir bleiben beim Thema Horst Eckel und wollen an diesen großen roten Teufel, hätte ich fast gesagt, den großen Lautrer noch mal gemeinsam gedenken. Und das macht Jürgen Schmidt für uns. Ein letzter roter Teppich für eine große Persönlichkeit, Horst Eckel. Er war der letzte der Weltmeister von 1954. Er hatte eine eigene Stiftung. Ihm wurden Ausstellungen gewidmet. Sein Thema: das Wunder von Bern. Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister! Sie sehen sich ja immer noch so ähnlich wie damals, oder? Haben Sie sich verändert? Ja, ich bin ein bisschen älter geworden. Das sehe ich schon. Ja? Aber da war ich noch ziemlich jung. In Bern wird Eckel mit 22 Jahren Fußball-Weltmeister. Aber in der Ecke, da steht Eckel und hat den Ball weggeschlagen. Unser Jüngster, unser Benjamin in der Elf. Zu Lebzeiten eine Legende, meint sein Freund Otto Rehhagel. Wenn ich Horst sehe, dann nehme ich ihn immer in den Arm, weil er ist deutsche Geschichte. Horst Eckel erlebt 1954 diesen grandiosen Triumphzug durch Deutschland. Eckel auf einmal berühmt, sagt Günter Netzer. Er ist ein Held, das hat er sich verdient. Der kleine Horst Eckel aus Vogelbach. Er erfüllte sich schon ganz früh einen eigenen Traum. Er wollte mal Spieler beim 1. FC Kaiserslautern werden, mit seinem Idol Fritz Walter zusammenspielen. Er schaffte das und wurde 2-mal deutscher Meister mit dem FCK in den 50ern. Mit Fritz Walter hat ihn eine lebenslange tiefe Freundschaft verbunden. Abheben war ein Fremdwort für Horst Eckel. Skandale, Fehlanzeige. Seit 1957 war er mit seiner Jugendliebe Hannelore verheiratet. Sie haben 2 Kinder, 2 Töchter. Später war er Lehrer für Werken und Sport. Der Sport war auch sein Leben. Tennis neben dem Fußball, Boxtraining mit 88 Jahren. Die Sportlegende hielt sich während der Corona-Pandemie mit einem Trainer fit. Tat alles, um im Lockdown nicht einzurosten. Kein Problem. Da wäre aus dem Fußball-Weltmeister noch ein Box-Weltmeister geworden. Ja, wenn ich das gemacht hätte, ja. Garantiert. Für die Sepp Herberger Stiftung hat er jugendliche Strafgefangene in Gefängnissen besucht. Eine hohe Auszeichnung, das Bundesverdienstkreuz. Er war ein Sportpromi in Deutschland. Ich bin stolz, solche Vorbilder gehabt zu haben, ja, weil ich danach so ein bisschen auch gelebt habe. Eckel ist ein Teamplayer geblieben und auch für alle Fans des 1. FC Kaiserslautern zeitlebens ein Idol. Ein letzter stehender Applaus für eine Fußballlegende, die immer für menschliche Werte gestanden hat. Horst Eckel. Ja, Tommy, das Fritz-Walter-Wetter hat sich ein bisschen beruhigt. Ein Schirm reicht uns inzwischen. Was sind deine großen Erinnerungen, persönlichen Erinnerungen an Horst Eckel? Ich durfte Horst früh kennenlernen, auch als Spieler war er immer im Stadion, hat uns immer angefeuert. Und zwar ist es eine große Ehre, mit den Alten, mit Fritz, mit Horst am Tisch zu sitzen. Ja, und wenn man ihre Bescheidenheit sieht, gerade in den heutigen Zeiten, wo Multimedia ja alles nach vorne stürmt, jeder bei Instagram groß dabei sein will. Und dann sieht man die Werte von ihnen, die Bescheidenheit, die Rücksicht, die sie hatten auf andere. Und da konnten wir einfach viel mitnehmen als Mensch. Und ich glaube, das war das, was ein Horst ausgezeichnet hat, die Menschlichkeit, die er hatte, die er nach außen getragen hat, die Freundlichkeit. Und so hat ihn auch jeder positiv in Erinnerung. Alle haben heute gesagt, soll auch ein Sieg, soll auch ein Spiel für ihn sein. Wir haben eben schon angefangen, das 1-0 haben wir gesehen. Wir gucken auch mal aufs 2-0. Wieder Auslöser in der Ecke. Ja. 20. Minute, am Ende dann Herrscher, der Torschütze.
Tommy. Ja, Standard. Scheint einstudiert zu sein. Flanke auf den kurzen Pfosten. Wird verlängert wie früher zu Stefan Kunz Zeiten. Und Herrscher steht natürlich bombisch, aber auch sehr alleine, muss man sagen, und kann frei einschieben. Ja, das 2-0 müsste eigentlich Sicherheit bringen. Und war auch in der Phase hoch verdient, muss man so sehen. Gucken wir vielleicht auf eine Situation, wo auch die Kölner mal gefährlich wurden. Wir hatten ganz gut die Viererkette der Lauterer im Blick, haben wir mal ganz gut analysieren können und haben die eine Szene, wo Risse, den du vorher schon angekündigt hattest, mit seinem gefährlichen Schuss zum Freistoß kommt. Ja, schöne Aktion. Nicht einfach für einen Torwart. Der Platz ist, glaube ich, extrem rutschig. Hat natürlich einen super Rechten. Der Ball springt vor ihm auf und Matteo macht das super. Körper hinten dran. Alte Gerry-Schule. Von Gerry Ehrmann gelernt. Genau. Und vielleicht eine Szene, bevor wir die Konkurrenz angucken nochmal. Thomas Hengen hat es eben schon kommentiert. Aus dem Nichts plötzlich Unruhe. Passiert immer wieder, auch in dem Duo Döpper Antwerpen an der Außenlinie. Waren schon auch ein bisschen beteiligt, die beiden, ja? Ja, definitiv. War ein Zweikampf an der Mittellinie, wo eigentlich gar nichts passiert. Natürlich war es ein bisschen rüde, aber vielleicht auch aufgrund des Platzes. Und war nicht notwendig, da dann so ein Druck oder so eine Hektik ins Spiel reinzubringen. Weil eigentlich war das Spiel total in Hand des 1. FC Kaiserslautern. Und da wurde es ein bisschen fahrig leider danach. Dazu kommen die gelben Karten, die wir sicherlich jetzt im Auge behalten müssen. Wir haben es eben schon gesagt, die Konkurrenz in der Liga liefert ab. Die Mannschaften vorne punkten, Lauter muss da dranbleiben. Dazu gehört auch der Rivale hier aus dem Südwesten, der 1. FC Saarbrücken. Und die konnten gestern schon vorlegen mit dem Spiel in Zwickau. Und Klaus-Peter Hufer fasst das für uns zusammen. Uwe Koschinats Lächeln nach Spielende sagte alles. Saarbrückens Trainer nach dem Last-Minute-Sieg bestens gelaunt und stolz auf seine Mannschaft. Gerade nach der heftigen Kritik, berechtigten Kritik aus den Derby-Pleiten, hat die Mannschaft natürlich mit 9 Punkten eine fantastische Reaktion gezeigt. Und ich denke, das sagt dann auch eine ganze Menge aus über diese Mannschaft. Die Gäste aus Saarbrücken in Blau-Schwarz, von Beginn an hellwach, konzentriert und konsequent. Gerade einmal 3 Minuten gespielt. Die Führung für den 1. FC Saarbrücken durch Julian Günther Schmidt. 5. Saisontor für den gebürtigen Pforzheimer. Und Trainer Uwe Koschinat zeigt es an, genauso hat sich der ehemalige Trainer des SV Sandhausen das vorgestellt. Klasse Konter der Gäste, Grimaldi mit perfekter Vorlage in den Lauf von Günther Schmidt, der mit der nötigen Ruhe zum 1:0. Die Partie zu Beginn mit viel Tempo. Eckball Zwickau und da kommt ein Kansa. Das Aluminium rettet für Daniel Batz im Tor der Saarbrücker, der den Ball vielleicht ein wenig unterschätzt hat. Insgesamt jedoch der 1. FC Saarbrücken das bessere Team. Grimaldi und Kamenz mit ganz starker Reaktion. Gut 20 Minuten im leeren Zwickauer Stadion gespielt. Von beiden Akteuren letztlich gut gelöst. Kamenz entscheidet diese Situation für sich. Weiter geht es mit dem 1. FCS, der hier nachlegen möchte. Günther Schmidt setzt sich durch gegen Hauptmann Grimaldi. Erneut gute Möglichkeit für Adriano Grimaldi. Der Pass vielleicht ein wenig zu fest für die kurze Distanz. Grimaldi aber auch stark bedrängt von Zwickaus Defensive. Uwe Koschinat klatscht sich warm. Seine Mannschaft macht es bislang gut. Nur das 2. Tor, das fehlt bislang. Tobias Jennecke versuchte es mal aus der Distanz. Das ist genau seine Position. Guter Schuss von Saarbrückens Mittelfeldspieler. Aber es bleibt vor der Pause bei der knappen 1:0-Führung für die Gäste. Auch nach dem Seitenwechsel das Spiel mit hohem Tempo, trotz niedriger Temperaturen. Zwickau mit dem ersten Angriff über Gomez. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff sind gespielt. Wuchtiger Kopfball des US-Amerikaners. Zwickau jetzt viel präsenter als in der ersten Halbzeit. Eckball Göbel, Batz verschätzt sich, ein Kansa mit dem 1:1 in der 66. Spielminute. Letztlich ein verdienter Ausgleich, aber was für ein Fehler von Daniel Batz. Der Ex-Freiburger unterläuft den Ball. Steffen Kansa, Zwickaus Innenverteidiger, macht es dann gegen zwei Saarbrücker gut. Kurz vor Ende der Partie dann diese Szene. Der eingewechselte Steinkötter im Laufduell mit Frick, der bringt ihn zu Fall. Die Entscheidung des Schiedsrichters kommt ohne Zögern. 11 Meter für Saarbrücken. Und doppelte Bestrafung für Zwickau, denn Rot für Davy Frick. Für mich ist das allerdings eine zu harte Entscheidung. Jakob. Zur zweiten Halbzeit in die Partie gekommen, nutzt seine Chance zum 2:1. Am Ende
ein glücklicher Sieg für den ersten FC Saarbrücken. Wir sind, glaube ich, schon die Nummer 1. Ich kenne die Statistik nicht im Detail, aber schon eine absolute Top-Mannschaft, wenn es darum geht, späte Tore zu erzielen. Ich habe in der letzten Woche gehört, dass wir die Statistik weit anführen ab der 60. in Bezug auf Torerfolge. Insofern sind wir immer für späte Tore gut. Wir gucken, dass wir unsere Punkte erstmal rechtzeitig sammeln, damit wir mit unten gar nichts zu tun haben. Alles andere wird sich dann zeigen, aber jetzt sind wir erstmal froh, dass wir 30 Punkte haben und haben noch zwei Heimspiele und wir können das Jahr gut abschließen. Der Lucky Punch spült Saarbrücken in der Tabelle vorerst auf Platz 3. Die Saarländer bleiben also mittendrin im Aufstiegsrennen. Ja, genau. Ich möchte an der Stelle noch mal erwähnen, dass wir zu Horst Eckel auch extrem viele tolle Erinnerungen und schöne Videos und Berichte bei uns online haben auf www.swr.de/sport. Schauen Sie da gerne auch in Ruhe vorbei. Tommy, wir haben es gehört, Saarbrücken gewinnt, zwar in letzter Sekunde, aber sie gewinnen. Es ist alles relativ eng da vorne. Es wird nicht so richtig klar, außer vielleicht Magdeburg. Wir haben ein bisschen noch einen Blick zu den anderen Ergebnissen, die heute auch schon wieder hochführen. Wird alles sehr, sehr eng da oben. Ja, definitiv. Umso wichtiger ist heute ein Sieg. Ich hoffe, dass die Jungs gerade hinten, die viel gelb belastet sind, 3 gelbe Karten in der Verteidigung, dass es da ruhig bleibt, dass sie keine rote Karte sich einfangen und wir dann vielleicht in Unterzahl nochmal in Probleme kommen. Von daher, ein Sieg heute ist natürlich extrem wichtig, um oben dran zu bleiben. Sprichst die Defensive an, wenn man mal nach ein paar kleineren Schwachstellen guckt. Wir haben auf der Höhe gesessen, Boris Tomjak nicht dabei, merkt man schon. Absolut, hat die letzten Wochen überragend gespielt, hinten war der herausragende Mann. Auch zusammen mit Winkler und Graus, beide in der Abwechslung. Ja, fehlt natürlich, der Junge ist natürlich, sag ich mal, nicht ganz so sicher, wie das Tomjak ist, aber macht seine Sache auch ganz gut. Aber natürlich müssen wir da aufpassen auf die schnellen Konter von Köln. Schiffci, auch ein spannender Name heute, bisher wenig Einsätze, diese Saison wenig Einsätze gehabt, jetzt reingeworfen worden, dann früh die gelbe Karte. Erwartest du ihn hier gleich wieder auf dem Platz oder glaubst du sogar, er könnte drinbleiben? Ja, ich glaube, dass er drin bleibt. Es wurde ja auch umgestellt auf Dreierkette hinten. Man hat gesehen, Schiffci hat schon ein bisschen nach hinten mit reingezogen. Das heißt, es ist auch nicht mehr so in den direkten Zweikämpfen drin. Ja, macht es aber ganz gut im Spielaufbau zusammen mit Ritter. Und ich denke auf jeden Fall, dass er bleibt. Aber wie gesagt, natürlich auf dem rutschigen Platz darf man sich hier nichts erlauben. Grundsätzliches Gefühl, Fritz-Walter-Wetter, 2-0 Führung im Gepäck. So ein bisschen Hitze ist reingekommen. Was erwartest du dir insgesamt für diese zweite Halbzeit jetzt? Ja, es wird wichtig sein, dass wir von Anfang an wieder da sind, dass wir nicht am Anfang ein doofes Tor fangen. Ich denke, dass die Kölner schon mit Wut im Bauch rauskommen. Die werden natürlich auf den Anschlusstreffer drängen. Vielleicht geben sich da auch Chancen nach vorne hin. Wir haben ja mit Herrscher, mit Redondo, mit Hanslik zwei oder sehr schnelle Stürmer vorne. Und vielleicht kann man das dann dort auch ausnutzen und das dritte nachlegen. Ich denke, 2-0 ist immer ein gefährliches Ergebnis. Scheint eine längere Ansprache auf jeden Fall zu geben. Vielleicht können wir den kleinen Ausflug noch machen. Es gibt einige andere Bundesländer, da ist die Zuschauerzahl auf bis zu Baden-Württemberg beispielsweise 750 reduziert worden. Gerade für den FCK, deinen FCK, ja wichtig, dass es dann zumindest heute diese 9000 sein können für diese Heimatmosphäre, oder? Ja, absolut. Wenn man sieht, wann die Entscheidung getroffen wurde, das war ein Tag vor Spielbeginn, da waren wahrscheinlich schon mehrere tausend Karten mehr verkauft, wie hier rein durften. Für den Verein ist natürlich essentiell wichtig, Einnahmen zu generieren, ganz klar über die Zuschauer. Und deswegen ist es super, dass wir hier so viele Zuschauer da haben. Tommy, vielen Dank. Wir schauen in aller Ruhe die zweite Halbzeit an, bewegen uns langsam ins Trockene und ich übergebe für die zweite Halbzeit zwischen dem ersten FC Kaiserslautern und Viktoria Köln beim Stand von 2-0 an unseren Reporter Michael Bollenbacher. Ja, danke, Lennart. Und wir können gleich mal zwei Wechsel verkünden. Viktoria war zu erwarten, dass da was durcheinander gewirbelt wird. Zum einen Mai und zum anderen hier Nikolai Möller, der junge Schwede, U20-Nationalspieler, mit dabei. Stürmer, groß gewachsen, 1,94. Und dann noch Niklas Mai, der aus der eigenen Jugend kam. Die also drin. Wir informieren Sie dann, wer noch fehlt. Auf jeden Fall, da ist ein R zu viel. Niklas Mai heißt der Kollege und Kleefisch ist auf jeden Fall mal draußen. So viel ist schon mal klar. Ansonsten Marseiler mit Gelb bedacht. Müssen wir mal schauen, ob der Mann mit den runtergezogenen Stutzen, der ist noch dabei auf jeden Fall. Auch Handle. Also wir werden sie, sobald das klar ist, wer als zweites runtergegangen ist bei Köln, aufklären. Köln von links nach rechts in den weiß-roten Trikots.
mit dem ersten Vorstoß. Hercher. Risse und kleine Unsicherheit bei Matteo Raab, aber Zug bereinigt zur Ecke. Die erste. Hier haben wir Möller in der Mitte. Risse mit viel Tempo reingezogen. Und dann die Chance auf den Konter. Eben angesprochen von Thomas Riedel. Das hat vielleicht noch nicht so gut funktioniert, kann man so als kleine Kritik nach dem 2:0, wo sie sich dann sehr zurückgezogen haben, die Lauterer, vielleicht noch festhalten, dass bei Ballgewinn schnelle Gegenstöße dann meistens verpufft sind. Aber wie gesagt, 2:0, eben ein gefährliches Ergebnis. Köln hat gedrückt, aber so richtig Ideen hatten sie nicht und auch immer wieder, wie hier auch, in die Abseitsfalle dann gelaufen, in dem Fall Risse. Also Möller in vorderster Front, dann haben wir jetzt mal Marseiler weiter zurückgezogen. Und ansonsten ist, glaube ich, Bubala raus und Niklas Mai mit der 37 hier am Bildrand rechts auf die Linksverteidigerposition. Jetzt aber Lauter. Redondo, Hercher dabei wieder. Hanslik und wieder der Topstart. Nach wieder Anpfiff, Daniel Hanslik, Doppelpack wie im Mai gegen Viktoria Köln. Jetzt ist es der absolute Lieblingsgegner. 3:0 Lautern. Zweites Tor durch Lauterns Stürmer. Jetzt dürfte vielleicht auch die Stürmerdiskussion erstmal erledigt sein. Redondo findet die Lücke, findet Hanslik. Hanslik findet das Tornetz, selbst eingeleitet. Redondo bleibt auf den Beinen, steckt durch. Dann geht er hier an Rossmann vorbei und dann macht er es eben in Stürmermanier. Toll rausgespielt. Und ein Statement auf die Kritiken, die dann vielleicht fordern, dass da ein echter Knipser fehlt. Denn auch Kenny Prinz Redondo hatte seine Füße dabei. Also dieses gefährliche Ergebnis direkt mal weggewischt und ein 3:0 auf die Tafel geschrieben. Das natürlich zum idealen Zeitpunkt. Freistoß schon ausgeführt von Risse. Und jetzt wieder die Chance zu kontern. Diesmal ein guter Ball von Zug auf Ritter ganz vorne. Hercher auf der rechten Seite. Ritter sieht Hercher. Hercher! Nee, den macht er nicht. Wunderlich. Weiter geht's. Ritter! Und die nächste Chance. Jetzt ist hier Spektakel geboten. Seitfalls hier von Klingenburg noch. Ritters Schuss wäre reingegangen. Aber dann retten zwei auf der Linie. Viel Energie und ein toller Angriff, eingeleitet von Zuck. Das sind die Momente und dann hat er das Auge und hat das Füßchen. Und den kriegt Hercher dann nicht vorbei an Nicolas. Chance noch weiter, klug von Wunderlich, wie er da durchgeht. Und dann hier Ritters Schuss, gerettet von Rossmann. Also gleich 3-4 Chancen auf das 4:0. Lautern motiviert bis in die Haarspitzen. Ähnlich wie in der ersten Halbzeit zu Beginn, dann hat es nachgelassen. Aber ergebnistechnisch alles
im Lack hier. 50 Minuten gespielt auf dem Betzenberg. Mai, der neue Mann. Redondo gut dazwischen. Kämpft und ackert auch in der Defensive mit. Gut gegen den Ball. Köln fehlen bislang die Mittel. Wenn dann über Standards gefährlich oder mal einen Distanzschuss, meist über Risse. Hier haben wir ihn. Genau. Wieder ein Versuch ohne spielerische Würze. Versuch hier Möller einzusetzen, vorne drin den großen Mann. Nikolai Möller, Leihgabe von Arsenals U23. Risse, aber keiner da. Also stimmt noch nicht so wirklich, was die Abstimmung in der Offensive anbelangt. Was die Zuspiele anbelangt, klar hat auch Viktoria Köln Verletzungsprobleme. Hong fehlt mit Mittelhandbruch, auch das noch ein Stürmer. David Philipp, Außenmeniskusangriff, Riss, guter Mann in der Offensive. Aber trotzdem für die Ausbeute in letzter Zeit mit den 17 Punkten aus den letzten 8 Spielen ist das dann doch ein enttäuschendes Ergebnis für Viktoria Köln. 2019 in die dritte Liga aufgestiegen. Ein Jahr, nachdem es mit Marco Antwerpen nicht geklappt hat. Damals Trainer Patrick Glöckner, zumindest bis ein Spieltag vorm Aufstieg, wurde dann entlassen. Inzwischen ja erfolgreich Trainer bei Waldhof Mannheim. Jetzt habe ich den Namen schon 2 oder 3 Mal ausgesprochen. Liebe FCK-Fans, verzeiht es mir. Risse. Immer wieder Risse. Jetzt mal die Chance. Ja, diesmal kein Pfiff von Bienen. Der einige Kärtchen verteilt hat. 5 an der Zahl. Plus Antwerpen. Chiefchi Kraus und Zuck auf lauterer Seite. Verwarnt. Und hier haben wir die lauten Fans. 9000, wie gesagt, immerhin. Auch wenn das natürlich nicht das ist, was man sich beim FCK erwartet, ist ja auch immer der finanzielle Faktor ein Thema. Aber immerhin im Vergleich zu Bayern oder Baden-Württemberg ist man dann doch froh, dass die Westkurve einigermaßen voll ist und auch hier toll unterstützt an diesem besonderen Tag. Gut bedrängt von Hercher, der dann nachgeht und gar nicht ermöglicht, dass er dann den Ball in die Spitze durchspielen kann. Der da Meter macht, Philipp Hercher, von der rechten Außenseite dann in die Mitte. Jetzt ist er schon wieder im Strafraum. Abseits, kein Tor von Handle. Also mit der Abseitsfalle haben sie es heute. Wirklich bestimmt schon 6, 7 Mal die Fahne oben bei den Angriffen der Kölner. Und die Heimbilanz von Kaiserslautern sieht Stand jetzt doch glänzend aus. Wäre der 5. Sieg, 3 Unentschieden, nur eine Niederlage gegen Würzburg hier kassiert. So langsam wieder auf dem Weg zur Festung, was in den letzten Jahren überhaupt nicht der Fall war auf dem Betzenberg. Tolle Ergebnisse. 3-0 1860, 2-0
gegen Osnabrück. 3-0-Führung jetzt gegen Köln. Freiburg 2 besiegt. Wiesbaden vor 2 Wochen. Und hier, gut, mit der Einstellung können wir nicht so viel anfangen, außer dass man klar erkennen konnte, dass Handle vor Hippe war und dann wohl im Abseits stand. Viel Weihnachtsaccessoires auch bei den Lautern, so kurz vor Nikolaus. Kann zufrieden sein. Marco Antwerpen. Letztes Jahr ja den FCK mit einem Kraftakt dann von Platz 16 noch auf 14 geführt. Dann eine richtig kritische Phase erlebt zu Beginn der Saison. Aber in letzter Zeit hat man hier auf dem Betzenberg wirklich was entwickelt. Ein Kollektiv, das hier richtig stark funktioniert, das richtig läuft, ackert einer für den anderen. Wenn da noch die Stürmer treffen, dann ist ja fast alles perfekt aus FCK-Sicht. Hercher. Gut. Nächste Chance. Klingenburg. Hanslik macht weiter. Emsig. Hercher. Clever rausgeholt, den Einwurf. Wirklich ein Faktor auf der rechten Seite. Philipp Hercher, der sich da reingespielt hat. 15 Spiele, 4 Tore, 2 Assists. Starke Statistik für einen Rechtsverteidiger. Mit Offensivdrang. Bin gespannt, ob heute Jean Zimmer noch reinkommt. Jetzt mal die Chance. Aber Handle schon wieder meterweit im Abseits. Deswegen kann das Zuspiel nicht kommen von Möller. Muss noch mal den Umweg gehen und der Pass ist nix. Also wieder die Abstimmung nicht gefunden. Der Pass zu spät. Handle dann schon im Abseits. Deswegen reagiert Olaf Jansen. Bringt einen Youngster, 18 Jahre jung, Youssef Amin, der Doppeltorschütze, Luca Marseiler, nicht sein Tag heute. Amin, 2-mal getroffen an den ersten 3 Spieltagen. U19-Nationalspieler für Deutschland. Erst im Sommer 18 geworden, hat einige Youngster drin, Olaf Jansen in seinen Reihen, eben Möller. Mit 19 und jetzt noch Amin dabei. Reiht sich erstmal auf der linken Offensivseite ein. Flexibel einsetzbar. Aber Köln spätestens jetzt nach diesem frühen Nackenschlag in der zweiten Hälfte nicht mehr so wirklich von der Körpersprache, als würden sie das Ding noch umbiegen können. Dafür steht Lautern auch zu gut, jetzt mit 5 Mann auf der letzten Linie. Hier haben wir Amin, kommt auch nicht durch. Und 11 Gegentore nach 18 Spieltagen, das ist dann schon richtig stark. Ich erinnere mich, als Kaiserslautern im Sommer auf den ersten Sieg gewartet hat gegen 1860, der dann auch gelungen ist, hat Marco Antwerpen die Grundtugenden eingefordert von seinen Spielern. Leidenschaft, Kampf, Biss und ich glaube, er hat da auch im Sommer zusammen natürlich mit Thomas Hengen die richtigen Leute dafür geholt. Mit einem Klingenburg Wunderlich, zu denen er eh einen guten Draht hat, die das verkörpern.
Jetzt der Pass in die Spitze. Diesmal kein Abseits, aber Handle mit Problemen bei der Ballannahme. Immer wieder diese Chipbälle von Risse hat er nicht zum ersten Mal gezeigt in dieser Saison. Hinter die letzte Linie gut gespielt, schwierig anzunehmen für den besten Viktoria-Torschützen Simon Handle. Deutsch-Österreicher, seit 2017 schon im Verein. Jugend bei RB Salzburg verbracht. Stunde rum. Spricht ganz viel für den nächsten Heimsieg. Den achten Saisonsieg von Kaiserslautern. Mai. Gegen Redondo. Und Amin gegen Hercher. Amin, gute Aktion. Flink, wuselig, geht da gut vorbei. Einzig der Abschluss bzw. das Abspiel, was ja auch möglich gewesen wäre. Dann nicht optimal. Aber waren schon ganz gut gedeckt da im 16er. Handle und Müller. Ja, und wer Albert Bunyaku vermisst, den ehemaligen FCK-Stürmer, stand zwar zu Saisonbeginn auf dem Platz, aber ist mittlerweile auch 38 Jahre alt. In letzter Zeit nicht mehr so die Einsätze bekommen. 5 Spiele, wartet noch auf sein Tor, hat er die letzten Jahre immer zuverlässig getroffen, muss man sagen. Seit 2018 in Köln eine neue Heimat gefunden. Fünfter Heimsieg für Lautern. Starke Bilanz. Guter Ball wieder von Risse. Und wie zu Beginn des Spiels erwähnt, es ist das letzte Heimspiel, wäre doch ein super Abschluss für die Pfälzer. Abschließende Auswärtsspiele in diesem Jahr dann noch bei Türkgücü München, was ja überhaupt nicht läuft, am Freitag. Und dann noch Eintracht Braunschweig am 18. Dezember auswärts. Die sind stark drauf. Das wird nochmal ein echter Härtetest für die Mannschaft von Marco Antwerpen. Das dann schon der Rückrundenauftakt. Risse wieder. Und diesmal haben sie es gerochen. Hippe gegen Risse. Verliert den Zweikampf. Risse. Aber da ist viel Verkehr. Klingenburg wirft sich rein. Nächster Versuch über Möller. Mai. Risse. Das ist zu wenig. Zu wenig Schärfe, zu wenig Präzision. Matteo Raab nicht wirklich viel beschäftigt. Und auch Marcel Risse nicht zufrieden mit dem heutigen Spiel, kann ich mir vorstellen, der Kölner Kapitän. Klar, kam aus einer Verletzung jetzt, aber die Spielanlage kann ihm und auch dem Trainer nicht gefallen. Ihn dick eingepackt, Olaf Jansen, der übrigens über Mike Wunderlich, den jetzigen Lauterer, sagt, selten so einen Spieler mit so einer Moral erlebt,
das Verhältnis von höchstem Respekt geprägt zwischen den beiden. Hat Wunderlich und Klingenburg hier beide vergangene Saison noch trainiert. Viktoria ähnlich eigentlich in der Entwicklung wie Kaiserslautern noch zum Klassenerhalt geführt. Globetrotter Olaf Jansen 2009 bis 2013. Co-Trainer von Berti Vogts bei Aserbaidschan. Also der ist schon sehr viel rumgekommen, nicht nur an der Seite von Bruno Labbadia. Hier hatten wir Wunderlich, dem flutscht der Ball durch. Heißt er. Probleme auch mit dem Geläuf. Mal gesehen, wie da der ramponierte Rasen Probleme macht. 25 Minuten noch. Lautern tut heute was fürs Torverhältnis, so wie es aussieht. Das ist ja bei dem engen Kampf, sollten sie da vorne drin bleiben, nicht ganz unwichtig. Dazu natürlich später mehr zu diesem wirklich spannenden Aufstiegskampf zum Ende der Hinrunde. Natürlich auch bei SWR Sport um 17.30 Uhr auch nochmal dieser Brücker dann thematisierte, ja auch vorne drin hängen, haben Sie vorhin schon gesehen. Aber auch die anderen Top-Teams wie Braunschweig oder Meppen im direkten Duell. Magdeburg heute bei 1860 im Einsatz. Nächste Szene, Herrcher, gut eingesetzt. Klingenburg, gut abgelegt. Redondo mit dem Versuch. 68. Minute. Endlich mal wieder ein Vorstoß der Lauterer, die natürlich, hier das war gut gemacht von Klingenburg, einen Gang rausgenommen haben nach diesem 3:0, hat dem Spiel auch so ein bisschen die Spannung natürlich genommen. Anders als wenn Köln hier eventuell den Anschluss erzielt hätte. Aber ihrer Stimmung macht das keinen Abbruch. Amin. Bisschen zu ungenau wieder Kraus. Amin. Mai. Die beiden Joker. Unten hat sich Dominik Schad schon bereit gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass dann Philipp Hercher seinen tollen Einsatz heute beenden kann und sich ein bisschen ausruhen kann. Schad gegen Dortmund nicht im Kader. Gegen Wiesbaden hier gespielt vor zwei Wochen. Und so ist es. 70. Minute. Hier haben wir nochmal das Tor von Philipp Hercher. Einstudiert Kraus und dann kein Problem, sein viertes Saisontor über die Linie zu drücken. Lauterns bester Torschütze geht
Tolles Spiel von Philipp Hercher. Wird auch sein Trainer so sehen. Und Dominik Schad mit dabei. Ebenfalls ein Mann für die rechte Seite. Auch er bekannt für schnelle Flügelläufe. Zehnter Einsatz für Schad. Da hatten wir ihn. Köln fällt nicht so wirklich viel ein, muss man ehrlich sagen. Das ist relativ bieder, die Vorstellung. Da fehlen die Kreativmomente, da fehlt das Tempo. Aber gut, auf dem Rasen jetzt auch nicht ganz so einfach, hier die große Fußballkunst zu zelebrieren. Aber Kaiserslautern hat es vor dem 3:0 geschafft. Ein wirklich super rausgespieltes Tor. Und apropos Rasen, da hat sich Marco Antwerpen ja letzte Woche auch mal beschwert bei den Dortmundern, dass das nicht so ganz optimal gewesen sei. Klar, heute hier auch nicht. Muss man dazu sagen, in Dortmund schönes Wetter und trotzdem hätten sie den Sieg einfahren müssen. Marlon Ritter in der letzten Minute. Nächster Wechsel bei den Kölnern. Jeremias Lorch, der ehemalige Groß-Asbacher. Und der gelb verwarnte Moritz Fritz geht raus. Ebenfalls positionsgetreuer Wechsel. Lorch ein Mann für die defensive Mittelfeldposition. Und es sieht auch so aus, als würde der Kapitän noch zum Einsatz kommen. Jean Zimmer. Unten offenbar bereit zum Einsatz. Chaos. Die Chance zum schnellen Umschalten. Ball kommt zu Redondo. Schad hinterläuft. Gut gesehen. Und das muss eigentlich das Foul geben. Und in dem Fall auch eine gelbe. So zurückhaltend gewesen. Lukas Behnen in der zweiten Hälfte. Aber die war gerechtfertigt. Richtige Entscheidung gegen Christoph Greger, den Innenverteidiger. Da schon ordentlich rein. Gegen den Slick. Der Slick hat es da ein bisschen erwischt. Wechsel zu geben. Nee, der erstmal noch die Durchsage. Also 10.000 haben wir jetzt gehört. Deckel drauf. Dass ja diese Vorgabe
neue Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz. Die Wortkonstruktion: werden viele FCK-Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle verfluchen. Wie gesagt, erst spät gekommen. Gestern die Mitteilung, wie viel denn tatsächlich teilnehmen dürfen. Gestern hat der FCK-Pressesprecher noch bekannt gegeben, doch mal besser ab 14 Uhr testen lassen an alle Fans, falls es dann 2G plus sein sollte, das Modell. Also kam dann doch sehr spät, jetzt wie gesagt noch mit 2G-Regelung, allerdings gleich mal noch der Verweis, dass es sich natürlich wieder ändern kann mit dem Infektionsgeschehen in den nächsten Wochen, das nächste Heimspiel ja sowieso erst im Januar. Zuck und Wunderlich stehen bereit. Könnte vielleicht auch die letzte Aktion von Zuck gewesen sein. Wer weiß, ob er ihn rausnimmt und Schad dann auf links zieht. Zimmer dann auf die Rechtsverteidigerposition. Könnte ich mir vorstellen. Aber warten wir mal ab. Vielleicht trifft er ja jetzt. Gute Viertelstunde vor Schluss. Oder macht's doch Mike Wunderlich gegen den Ex-Club, der Rekordspieler der Viktoria. Ja. Zuck misst auf jeden Fall schon mal, wo die Lücke ist. Aber Wunderlich macht's! Und fast wunderbar. Aber nur fast Außennetz. Mike Wunderlich, der noch mal richtig Bock auf einen großen Verein hatte zum Karriereende im Sommer. Vertrag verlängert sich, wenn er auf eine bestimmte Anzahl von Spielen kommt. Und geht jetzt runter und nicht Hendrik Zuck. Also sicher ein besonderes Duell für Mike Wunderlich, hat gesagt, als der Spielplan rauskam, war das mit das Erste, worauf ich geschaut habe, auf das Duell gegen Köln. Und jetzt neu drehen. Jean Zimmer zum ersten Mal seit dem 2-0-Derby-Sieg in Saarbrücken. Grippaler Infekt zuletzt gegen Wiesbaden und den BVB 2 nicht mit dabei. Jetzt unter der lauten Unterstützung der Fans reiht er sich da, glaube ich, erstmal auf der linken Seite ein. Auch er ja flexibel. Und für Mike Wunderlich im Duell mit dem Papa sozusagen, wie gesagt, Sportvorstand Franz bei Viktoria. Oben auf. Handle ohne gutes Handling, könnte man sagen, heute. Einfach kein Glück, kommt nicht so richtig in die Abschlusssituation, oft im Abseits, unglückliche Ballannahme. Risse nochmal Raab da. Also da haben wir nochmal Wunderlich gesehen. Also könnte, und das ist eine wirklich starke Bilanz, heute das 11:0-Spiel werden im 18. Saisonspiel von Kaiserslautern. Das wäre schon stark und ich bin mir sicher, das wollen sie auch so zu Ende bringen. Liegt auch ein bisschen schmutzig, hat sich reingekämpft in die Partie, verkörpert hier, oh, schwierig auf dem Rasen und Hanslik um ein Haar mit dem dritten, gerade habe ich es noch von ihm gehabt, aber hier, das ist natürlich schon bei, da bleibt der Ball fast stehen auf dem Acker und dann Hanslik
gegen den Lieblingsgegner. Das ist er jetzt, wie gesagt, endgültig. 4 Tore, letzte beiden Spiele gegen Viktoria Köln beim 3-3 im Mai. Und jetzt heute fast noch das Geschenk von Moritz Nikolas, Kölns Keeper. Null gab es, wie gesagt, schon mal gegen 1860 in dieser Saison hier auf dem Betzenberg. Das ist hier ein ähnlich guter Auftritt. Lautern gefällt mir auch besser wieder als dann zum Ende der ersten Hälfte, wo sie sich dann wirklich hauptsächlich in den Verwaltungsmodus begeben haben. Hier dann doch immer wieder die Konter, die Kombinationen, auch wenn sie natürlich jetzt hier fürs Spiel nicht mehr allzu viel machen müssen, aber sie zeigen Einsatz wie hier Redondo und bringen das hier vermutlich locker über die Zeit. Viktoria Köln bleibt bei 22 Punkten stehen, hätten vielleicht hier einen Trainingsgast noch mitnehmen sollen in den Kader. Gonzalo Castro, fünffacher Nationalspieler, ehemals VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, hat mittrainiert diese Woche, vereinslos, sucht einen neuen Verein und hat in Köln optimale Bedingungen vorgefunden. Deswegen war er bei der Viktoria zu Gast, hätte im Spiel sicherlich ein bisschen mehr Energie gegeben. Aber seine Bestrebung ist nicht die dritte Liga, sondern wieder ein höherklassiges Angebot. Vertrag beim VfB Stuttgart wurde ja nicht verlängert. Und seitdem sucht Gonzalo Castro einen neuen Club. Für Köln geht es dann am nächsten Samstag weiter gegen einen nicht minder schwierigen, guten Gegner, Eintracht Braunschweig, dann zu Gast im Sportpark in Köln. Vielleicht ja noch mit Zuschauern, muss man sehen. 10.000 passen rein, Sportpark Höhenberg. Hier sind es deutlich mehr, aber auch 10.000 machen gut Lärm. Oh, wie ist das schön. Also ein toller Jahresausklang unter traurigen Umständen, klar. Aber ich glaube, Horst Eckel wäre stolz und zufrieden auf diesen FCK, auf diesen Auftritt heute. Der Mann, der von 49 bis 60 bei den Lauterern gespielt hat. Nochmal eine Karte für Lorch. Und wo wir ganz kurz Zeit haben, vielleicht noch ein kleines Zitat von Horst Eckel, das so wunderbar in diese durchkommerzialisierte Profifußballwelt von heute passt. Hat ein Angebot damals bekommen von Preston North End aus England. 150.000 Mark Einmalzahlung und 6.000 Mark im Monat. Hat sich dagegen entschieden und hat später gesagt, ich verdiente damals bei Kaiserslautern 320 Mark. Ich weiß, das versteht heute niemand, dass ich nicht gewechselt bin. Aber ich hätte sogar Geld gezahlt, um in Kaiserslautern spielen zu dürfen. Mit 17 bin ich nach Kaiserslautern gekommen, wurde Stammspieler, zum ersten Mal deutscher Meister mit 19 und mit 22 Weltmeister. Was will man mehr? Und ich glaube, auch einen schöneren Liebesbeweis an Kaiserslautern gibt es nicht als diese Worte von Horst Eckel. Nochmal Kaiserslautern. Und bei der Viktoria inzwischen Hemke mit der 34 neu drin. Patrick Sontheimer dafür raus.
abgefangen von Mai. Könnte nochmal gefährlich werden, aber Kraus passt auf im Zusammenspiel mit Ritter. Also Köln jetzt eine sehr junge Truppe auf dem Platz. Mai 19, dann Armin 18, Möller 19 und eben der Benjamin, der eben reingekommene Benjamin Hemke 18. Nochmal Spielpraxis. Und auch noch für FCK-Akteure. Perfekt eingespielt. Hier nochmal das erste Tor von Hanslik und dann das zweite. Noch schöner rausgespielt. Das erste war eher ein Zufallsprodukt, aber dann sauber abgeschlossen. Das zweite wirklich super kombiniert. Doppelpacker, stolzer Trainer Kiprit, Mohamed Kiprit dafür drin. Und Nicolas Sessa, der Mittelfeldmann, bekommt auch noch ein paar Minütchen. Marlon Ritter wieder den Ball gut verteilt und trotz Erkältung heute für 85 Minuten gereicht. Hat man nicht gemerkt, dass er zweimal im Training gefehlt hat. Aber jetzt vielleicht noch der Kapitän Jean Zimmer setzt dem Ding hier die Krone auf. 4-0 vor der eigenen Kurve. Comeback und dann direkt rein ins Glück. Und so einen fröhlichen Gesichtsausdruck von Marco Antwerpen sieht man selten. Strahlt übers ganze Gesicht. Und das ist, was ich vorhin meinte. Kenny Redondo ist vielleicht nicht immer der, der die Buden macht, aber er ist auch einer, der sie vorlegen kann und der spielerische Klasse einfach beweist, toll reingelegt in den Lauf und Zimmer macht es dann auch gut. Ob auf rechts oder eben auch auf links, auf der linken Seite. 4-0, jetzt wird es eine Machtdemonstration von Kaiserslautern und sie melden wieder Ambitionen ganz oben an, wenn sie so weiterspielen. Und ein Déjà-vu-Erlebnis für Olaf Jansen. Wie gesagt, letztes Auswärtsspiel in Metten. 0-4 auf die Mütze bekommen und jetzt offensichtlich wieder. Aber das kam jetzt nicht ganz aus heiterem Himmel, denn Lautern hat tatsächlich noch ein bisschen was gemacht in der zweiten Hälfte. Sich nicht nur hinten reingespielt, sondern auch die Chance gesehen, dass das hier noch höher ausgehen kann. Und für Moritz Nikolas ist es ein ganz bitterer Tag. Unten hören wir auch noch Chifchi sehr gut. Auch Hikmet Chifchi, wie gesagt, ewig nicht dabei gewesen. Über 10 Spieltage raus. Heute dann auf der 6. Sehr solide Partie. Mai wuselt sich da durch. Handle wieder ohne Händchen vorne drin. Will einfach nichts glücken. Und so gibt es nach einem 6-0 in Havelse heute mal 4 Tore vorne. Also wirklich was fürs Torverhältnis gemacht. Und dann sieht die Ausbeute von 25 in 18 Spielen doch gar nicht mehr so schlecht aus. Trudelt jetzt noch so ein bisschen dem Ende entgegen. Und ganz pünktlich pfeift Schiedsrichter Lukas Behnen ab. Ein Festtag unter traurigen Umständen für Marco Antwerpen und seine Mannschaft. Es ist der insgesamt 8. Saisonsieg und das mit 4-0. Gegen Viktoria Köln. Eine tolle Kollektivleistung
ein Doppelpacker und ein Kapitän, der jetzt auch noch ganz emotional wird gegen Ende, dem wahrscheinlich die Umstände hier auch nahe gehen. Jean Zimmer am Tag nach dem Tod der Lautern-Legende Horst Eckel zum Endstand getroffen und er könnte nicht stolzer sein. Und damit zurück von hier runter an den Spielfeldrand. Lennart, bitte. Ja, Tommy Riedl, gerade noch mal zusammengefasst. Das Fritz-Walter-Wetter heute, 4-0 gewonnen. Endlich mal mehr als ein, zwei Türchen geschossen. Kein Gegentor wieder. Perfekter Abschied für Horst Eckel heute. Ja, das wäre das, was der Horst sich gewünscht hätte. Ein Sieg für den FCK in der Höhe war auch hochverdient. Und ich glaube, er wäre auch einer, der gewollt hätte, dass die Leute sich freuen, dass sie feiern den Sieg. Und das war ein perfekter Tag, absolut. Wir schauen noch mal rein in die Tore, die in der zweiten Halbzeit gefallen sind. Legen los mit dem 3:0. Daniel Hanslik. Schöne Kombination mit Redondo. Ja, super Doppelpass. Und dann natürlich auch schön vollendet. Ich glaube, es ist natürlich für einen Stürmer wichtig, dass er Tore macht. Und wenn der Hanslik Selbstvertrauen hat, sieht man hier auch, wie er ihn schön vorbeilegt. Dann ist er ein ganz starker vorne drin. Kann vielleicht auch dieser Spieler sein, wenn er das Selbstvertrauen hat, den man jetzt immer gesucht hat. Es gibt diesen klassischen Stürmer nicht, ja? Absolut, absolut. Hat es am Ende der letzten Saison bewiesen und hoffentlich jetzt auch. Und ich denke, dass er den Lauf, den er jetzt hat, gern weitermachen kann. Du hattest vorhin mal während des Spiels gesagt, so ein bisschen eine Sorge, die du hast, ist die Lage von Jean Zimmer. War jetzt krank, ist eigentlich der Captain, eigentlich der große FCK-Mann. Oder macht er noch das Tor heute? Wir schauen mal, während Daniel Hanslik noch zu uns kommt. Ja, freut mich absolut für den Show, war ganz wichtig für ihn und ich glaube, das ist eine super Sache. Geben wir das Mikro gerade weiter. Daniel, wir sehen gerade noch, hier ist 4-0 für Jean Zimmer. Wichtig sicher für ihn, der wieder da ist. Wollen aber natürlich über Sie reden und auch über Ihre zwei Treffer. Vielleicht erstmal Ihr Fazit zu diesem Sieg heute, einen Tag nach dem Tod von Horst Eckel. Ja, ich glaube, wir haben sehr abgeklärt gespielt, von Anfang an sehr seriös, gegen einen sehr spielstarken Gegner, der trotz schweren Bedingungen hinten rausgespielt hat. Und ich glaube, wir haben einfach wieder zum perfekten Zeitpunkt die Tore gemacht und dann auch verdient gewonnen. Wir können vielleicht das 1-0 von Ihnen gerade noch mal sehen, können ja auch einen Schritt vorkommen. War es das, was nötig war? Da war ja ein bisschen ein Abgefälscht dabei, so ein bisschen dieses Glück, um einen Brustlöser zu haben, um endlich mal wieder früh zu treffen? Ja klar, ich glaube, ist immer wichtig für einen Stürmer als auch für eine Mannschaft, wenn man früh anfängt, Tore zu schießen. Das gibt der Mannschaft eine gewisse Selbstsicherheit, vor allem für den weiteren Lauf des Spiels. Und im Endeffekt haben wir alles reingeworfen, hinten gut verteidigt und wieder zu Null gespielt. Ist jetzt das letzte Heimspiel in der Saison, in der Hinrunde, auch in diesem Jahr. Vom Gefühl her, ich weiß, Sie sagen immer, wir wollen nicht auf die Konkurrenz gucken. Wie ist das Gefühl selbst, das Selbstverständnis, um den Angriff dann auch bald auf diese Top 3 da oben zu starten? Ja, ich glaube, es heißt einfach, vor allem in der Liga konstant zu punkten. Und das machen wir aktuell ganz gut, vor allem die Heimspiele zu gewinnen. Ich meine, mit den Fans, das muss einer erstmal hinbekommen. Und das ist natürlich umso schöner, dass man dann immer die Punkte hier behält. Und so sollten wir weitermachen und dann sehen wir für die Ausgangslage, wie es aussieht. Daniel, vielen Dank für schnelle Vorbeikommen. Sehr schönen gerne. Abend noch. Dankeschön. Und Tommy, wir machen Mikro, geben wir rüber an Tommy. Tommy, ein abschließender Satz, Fazit. Lautern bereit jetzt für die zwei Spiele und den Angriff auf die Top 3? Absolut, der richtige Weg eingeschlagen. Es kommen zwei schwere Auswärtsspiele mit Braunschweig Türkgücü. Aber ich glaube, wenn die Mannschaft so weitermacht, wenn die Zusammenhalt so ist wie jetzt und die Stimmung so bleibt, dann haben sie alle Möglichkeiten. Tommy, vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Für Sie alles Wichtige zum Spiel, alle Stimmen. 17:30 bei Christian Döring in der Sendung SWR Sport Fußball. Mich gefreut, dass Sie heute dabei waren. Und wie gesagt, auch der Blick auf die Konkurrenz nachher um 17:30. Wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag und Sie kriegen dritte Liga en masse heute noch beim SWR Sport. Grüße von Betzenberg und vielen Dank an Tommy. Genau, vor allem beim letzten Heimspiel in der Hinrunde.